Servus, meine schnuckligen Schnuckler. Es ist schon wieder Nacht geworden bei Let's Play Dragon Quest 8. Ich bin offscreen noch einmal hingegangen und habe für Mars... die Happy Friends, yay! Und habe für Master Angelo den aktuellen Bogen gekauft. Jetzt hat er ein besseres... die sieht ja jetzt cooler. Wow! Die trägt jetzt richtig bauchfrei. Deswegen freuen sich die männlichen Freuer auch so sehr. Nieder mit dir, nieder. Nur meine Augen dürfen lebend ihren Antlitz, ihr Antlitz und das, was darunter ist, anschauen. Nein, also, er hat einen neuen Bogen. Mit diesem Bogen wird er hoffentlich ordentlich Rabazza machen. Ich hatte noch Gold. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die 1000 Gold hat, oh Gott, hatte ich auch noch. So, was machen wir denn? Also, wir hauen alle um. Dich hauen wir auch um. Du benutzt einen Zauber, den Krachzauber, runter, und er schießt auf die Dinger hier. Weil es ist hoffentlich etwas, was er sehr gut kann. Er trifft sogar. Ja, yeah, und da guckt er noch. Nein, keine Flop. Wenn der andere das auch macht, bin ich im Arsch. Toll. Toll, sie kosten von ihren eigenen Früchten. Und von meinem Frust. Das ist so, als würde ich mich selber lecken können. Also, oh Gott, die hauen mich ja sowas von zu Brei. Das ist ja unschön. Jessica, ich hoffe, du überlebst. Ansonsten, wir sind noch in der Nähe. Du haust den da. Du haust die da. Und du schießt den da. Es könnte klappen. Muss aber nicht. Wow, die Bäume stehen ja immer noch. Okay, das ist genau der Richtige. Genau der Richtige. Oh, der Holzfäller Schorsch hat wieder zugehauen. Und das reicht auch für den. Aua. Aua, also das war schon ganz schön vernichtend, fast schon. Okay. Es ist also an der Zeit, dass wir Magie einsetzen. Und zwar an ihr. Und an dir. Und an dir. Und nochmal an ihr. So, okay. Gut, gut ist, gut ist. So, guck mal auf der Karte. Also, wir sollen aus Süddingsen. Ja, könnte hier sein. Könnte hier sein. Könnte in diese Richtung sein. Dann gehen wir mal durch dieses Tal hier. Runter, kleine Ottilie. Vielleicht wohl. Nein, schauen wir uns das mal an. Also, zur Rottenelster. Wenn ich das so sage. Nein, das sage ich jetzt noch nicht. Oh, die wilde Nachtfüchse von Schottilotti sind da. Du haust den da, du haust alle, du haust den da. Was mit der Urgewalt von irgendwas anderem? Okay, er greift normal an und nicht mit der Urgewalt von irgendwas anderem. Aber die Füchse sind mal wieder wahnsinnig schnell, die fiesen Reiniges. Aber scheinbar nicht ganz alle. Oh, hat einer vergessen anzugreifen? Seltsame Viecher. Ich kann sie gerade nicht so richtig einschätzen, die Nachtfüchse. Aber ich hätte mich vielleicht auch über... Tax. Oh, Jessica! Bekommt ein Level angemessen ihres Outfits. Und wird geil. Hoffe ich zumindest. So, okay, wir haben uns, glaube ich, irgendwann mal auf Stäbe fokussiert. Weil Peitschen sind gut genug geworden. Dann hält sie jetzt vielleicht etwas mehr aus. Ein bisschen mehr. Muss nicht viel sein, aber ein bisschen. Okay, hier haben wir noch da Berg, da haben wir Tal. Dann haben wir hier noch diese Ecke und diese Ecke werden... Oh, was ist das denn da? Ein Strumpfhosenmagnet. Ach so, das ist ein Gegner. Haha, die heftige Hüfte. Grüß dich, heftig. Was machen wir denn da? Haben wir irgendwas an Zauber? Entgiftung, Knister. Nein. Das heißt, wir töten. Okay, du benutzt die Fähigkeit richtig töten und du konzentrierst dich einfach mal und du... Haben wir mal Fähigkeiten? Nein, hat keine Fähigkeiten. Das haben wir sonst der Zauber. Das machen das Ding-Dong, die Hex ist tot, Säusel, nein, du greifst einfach normal an. Ja, konzentrier dich, auf dass es fertig gemacht wird. Oh, irritierende Weile. Okay, nichts passiert, das ist gut, das ist auch gut. Oh, das reduziert Konzentration. Was mir nicht so wahnsinnig gut gefällt, wenn ich das so sagen darf. Aber wir machen Schaden an RCS. Okay, wenn er meine Konzentration senken kann, dann töten wir ihn einfach. Wir haben einen Hemdspalter, okay, dann benutzt du einfach nur die Zwillingsdinger hier.
Und du haust ganz normal Druck. Ja! Ja, nimm diese schmächtigen Schläge. Zeig auf Angelo, warum. Nein, nicht Angelo, nicht verflucht sein. Wie kannst du es wagen? Oh, du siehst aus, als wärst du so mächtig aufs Klo. Okay, das sah gut aus. Wieder geschwächt. Okay, wir hauen drauf. Im Spalter und nochmal die Zwillingsdrachen und reißt an. Yeah! Was? Er konnte einem Schlage ausweichen. Aber diesen Boomerang konnte er nicht. Falls ein er ist, das ist Bertmet. Nein, das ist nicht Bertmet, aber Bertmet ist richtig gut. Jo, jo, hoi. Und mächtige Mächtigkeiten. Er wählt jetzt aber Brutzel und hat 4 Talentpünktchen vergeben. Okay, fast die Frage, ob ich hier auf Boomerang mitgehe. Nein, nein, nein. Also, wir sollten, glaube ich, ich teile die Punkte jetzt ein bisschen auf. Ich wollte noch den nächsten Schwertskill mitlernen, aber gleichzeitig auch ein bisschen auf Courage übergehen. Und deswegen... Oh! Okay, dann werden wir jetzt demnächst immer auf Courage übergehen. Weil wir haben die nächste Schwerttechnik erlernt. Und wir bekommen eine Monstermünze in unseren Beutel. Wobei mir einfällt, ich müsste noch das eine oder andere Monster jagen gehen, weil... Ah, wunderbar, er kann das Ding aufmachen. Wir bekommen 450 mächtige Goldmünzlein in unser Inventar. Yay! Da kann man sich sogar fast wieder was für kaufen. Okay, nach diesem Nachtfuchskampf bin ich ein bisschen verwirrt. Ich habe gerade den Eindruck gehabt, die können endlich oft pro Runde irgendwas tun. Zumindest kam mir das so vor. Obwohl es nur 4 waren oder sowas. Auf jeden Fall können sie verwirren und das ist ziemlich blöd. Weil es kann ziemlich stark sein, wenn man verwirrt ist. Wobei ich noch nicht so... Hexen erscheinen. Oh, das sieht so aus, als könnten sie mir... Soll ich ihn mal ordentlich unter den Achseln kratzen? Okay, hoffen wir mal, dass wir schneller sind als die Hexen. Oh, es wabbelt ordentlich bei den Hexen. Sie greift mit ihren Augen an, weil sie raus... Oh, la 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 la. Haha, er zeigt kein Interesse, weil die Jessica ist neben ihm. Boah, diese Keki da, da möchte ich doch glatt auch zum Feind überlaufen. Zumal ich die blaue Hautfarbe mag. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wenn ich sie in Natura sehen würde vor mir, würde ich sowas von schreiend weglaufen, aber... Okay, hier liegen Steine rum. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wenn ich eine Flöte hätte, würde ich mich in die Mitte stellen und eine Flöte blasen, aber... Na, vielleicht passiert ja später mal irgendwas. Ansonsten, ja, Yang Boy wird immer noch yangiger. Wunderbar. Und er kriegt auch ordentlich Lebenspunkte dazu. Und 3 mickrige Talentpünktchen. Aber die stecken, glaube ich, irgendwie in Sensen oder sowas. Nein, scheiße. Ich wollte noch ein Äxte reinbauen. Und, oh, und Angelo wird auch gebauter. Und kann jetzt wuppen. Bögen. Ganz dringend Bögen. Genau. Oh, er wird jetzt zu einem Schlummerpfeilabschießer. Das ist gegen diese Bastarde von Nachtwölfen vielleicht gar nicht mal so unverkehrt. Ei, ein neues Menstelle. Aber bevor wir uns gegen den hier auflehnen, lehnen wir uns ein wenig an und lassen es uns gut gehen mit Magie. Ups. Nein! Ah, ich drücke nur wenn irre auf die Taste, damit ich mich aufheilen kann. Und ich weiß, ich könnte es auch über das Automatikmenü machen, aber ich habe jetzt keine Lust dazu. Okay, hoffen wir mal, dass wir dem kleinen Kringel hier, dem rotzigen, rasselnden Rotz gehören, ordentlich einheizen können. Okay, machen wir dieselbe Taktik wie vorhin und hoffen, dass er nicht in der Lage ist, meine Konzentration zu vermingern. Oh, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt, so schlimm aus, was der kleine Schnuddeldudel hier so auszurichten imstande ist. Hm, da muss ich mich vielleicht gar nicht mal richtig konzentrieren. Okay, der war schnell erlegt. Yay, 9 Goldmünzen und eine Schatztruhe. Ah ja, stimmt, Schatztruhe. Oh, die Rotzke... Oh, das ist... Stimmt, das ist einer von denen. Dann haben wir ja schon mal einen von denen. Und er wird geschwind zu Mori übergehen. Zu dem ich mich übrigens auch teleportieren kann, was ich ganz, ganz toll finde. Genau. Und dann muss ich mir halt da drüben umschauen. Hier gibt's... Das könnte jetzt doof sein. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt hier in ein separates Gebiet irgendwie noch mehr Kalamari... Sind die genauso schlimm wie der Rest auch? Gucken wir uns das mal an, ob die genauso viel aushalten wie der andere. Nein.
glaube ich zumindest. Oh, und er hört eine Stimme und verschwindet. Okay. Woanders hin? Woanders? Okay, die hinterlassen auch nicht allzu viele Erfahrungspunkte. Aber ich nehme trotzdem alles mit. Ich nehme alles mit. Alles gut, was zu meiner verbesserten Charakterstärkung vielleicht passen mag. Okay, hier ist ansonsten scheinbar... Oh, hier kann man doch irgendwo noch hoch. Oder irgendwo lang. Was haben wir denn hier auf der Karte zu sehen? Okay, da ist ein Häuslein. Da muss ich wahrscheinlich hin. Bevor ich die Gegend weiter mit meinen Argus-Augen beobachte, wollen wir uns vielleicht dann auch mal dahin geben. Oh, ein Hüftschubser. Das ist ja toll. Da packen sie quasi dasselbe gegnerische Modell irgendwie in die Gegend hin, was man hier als Sondermonster noch irgendwie erledigen kann. 18 Schaden. Aber den Krallen hätte ich jetzt auch nichts anderes erwartet. Aber er hält zum Glück nicht so viel aus wie sein fieser großer Bruder. Aber sehe ich das richtig, dass wir jetzt in dieser geilen Folge... Ich hoffe, dass sie einigermaßen geil ist. Dass wir bisher ganz gut was... zumindest jeder Charakter hier nochmal ein Level-Up mitgenommen hat, nachdem das in der letzten Zeit so mickrig mir vorkam. Dass nicht viel bei rumkam. Also Jessica ist gerade irgendwie... bezirzt oder auch nicht bezirzt worden von so einer Hexe als Frau, während Jengis auch kein Interesse hatte. Wenn Frauen lieben, kannst du mir das erklären, Ray? Es ist ein bisschen seltsam. Vielleicht lasse ich das drin und schneide es nicht raus. Aber es ist seltsam. Es tut mir leid. Es ist wahrlich seltsam. Oi. Okay, ein kleines beschauliches Örtchen. Mit einem Häuslein und einer kleinen Scheune. Oh, Scheune. Das könnte in der Tat sein, dass sich die liebe Medea hier drin befindet. Oh, tatsächlich. Ist sie. Kann man diese Kisten öffnen? Nein. Kann man hier das Gras rausnehmen und zu Stroh werden lassen? Nein. Kann man mit dir reden? Ja. Ist sie nicht hübsch? Doch so ein Fell wie das hier findet man im Umkreis von 100 Meilen in Pickham nicht. Sie muss mächtig gut gefüttert worden sein. Die rote Elster weiß, was Qualität ist. Sie kauft nur das Beste. Für Sauerbraten. Nix drin? Ah, eine Mini-Medaille. Sehr, sehr gut. Lass mal nachgucken, wie viele wir tatsächlich haben. Müsste König Trode oder Trode relativ... in Fesseln gebunden? Okay, sie ist gefesselt. Wo ist sie denn gefesselt? Okay, oh, da ist sie gefesselt. Ja, aber wir haben einen Entfesselungskünstler hoffentlich dabei, den lieben Jengis. Könnten wir sie nicht einfach... Aber wenigstens ergibt es Sinn. Hier ist ein Unterschlupf für das gute Pferdchen. In der Stadt sähe das irgendwie seltsam aus. I need to speak with Red. You're gonna have to let us through. Jengis. You think Red's gonna want to see your ugly muss? Oh, get out of here! Oh, Pete! Don't you boss me around, mate. I ain't going nowhere till I see Red. So shift, Skivvy. Skivvy? Who the hell do you think you are? What's all the noise? I can hear your gabbing from in here. Oh, sorry, boss. I got some geezer with no manners out here. He'll be gone in a mo. It's Jengis, isn't it? Just let him in. I'll speak to him myself. You heard the boss. Go on. Inside with you. Also, für so einen Körper hat er eine ziemlich mickrige Stimme, würde ich mal sagen. Also, nicht mickrig, aber... Ich könnte den ja sogar sprechen. Oh, die gute Karrierefrau. Gut. Was haben wir denn hier in diesem Separé? Ein Bäumchen. Ja, es ist halt eine nette Dame. Eine nette alte Dame, die hier ist. Die wir bestimmt nicht ausrauben können. Und, oh, vielleicht doch. Aber sie hat nur eine gefunden bisher, während wir sehr viele haben. Mal sehen, was wir hier für Haarbänder. Ja, Haarband, ja sicher. Es ist bestimmt nichts, was man untenrum anzieht. Ich würde es untenrum anziehen. Da bin ich mir sehr sicher. Bevor wir mit ihr reden, gehen wir mal in den Keller. Er weiß, ob sie... Rein, rein, rein! Durch die Wand brechen! Was ist denn hier auf den Papa-Fotos oder sowas? Ich kann es ehrlich gesagt nicht erkennen, was sich für Motive auf diesen Bildern befinden. Vielleicht hat sie irgendwie abgehangene Schweinehälften fotografiert. Oder malen lassen. Weil sie als Kind immer zu wenig... zu essen bekommen hat. Das weiß ich nicht. Das ist ein Hochzeitskleid? Nee, das ist eine Statue. Okay. Okay, okay. Ich bin wieder zufrieden. Ich bin zufrieden. Aber nur gut, soll sie halt eben heiraten.
Aber gucken wir mal, was sich in ihrem Schrank der Mini-Bibliothek befindet. Eine Zeitschrift mit dem Titel Familienjuwelen. Anscheinend handelt es sich um eine Sonderausgabe über besonders große und seltene Exemplare. Ganz oben auf der Liste stehen das Argonherz, die Venusträne und die Kränzpinelle. Die Seiten sind abgegriffen und lose. Jemand muss diese Zeitschrift sehr aufmerksam gelesen haben. Vermutlich mal wird es die gute Dame hier gewesen sein. Don't often see your face round these parts anymore, Yangus. So, what brings you here? It's like this, Red. You bought an horse from the black market drum in Pickham, right? Well, it belongs to this bloke I'm travelling with, see? Someone pinched it off him and then sold it on. That's how it came to be in the shop. I ain't gonna beat around the bush. I need it back. I'll pay whatever you want for it. Name your price. Straight up as usual, eh, Yangus? I like that about you. But I'm not selling that horse. She's a quality mare. Toes the line and she's got a decent coat on her. You know how much I like quality. However much you're willing to pay, I am not parting with it. What? Not for nothing? Look, it ain't for me. It's for me mate. I've got to get her back. I'll do anything you want. Oh, interesting. Never thought I'd hear words like that coming out of your mouth. Must be a good mate, eh? All right then, here's what you're gonna do. I'm sure you haven't forgotten the cave just north of here, right? Just bring us the jewel that's hidden in there. You know, the Venus Tear. What? Not that. You know I've been in that cave before and... You just said you'd do anything I want. You're gonna welch on that now, are ya? Just bring us the Venus Tear. Then I'll think about the horse. Ja, Yangus, aber jetzt bist du Level 20 oder so. Nicht mehr Level 1 oder 3. Bringt mir die Venusträne von der Höhle im Norden und ich werde darüber nachdenken, ob ich euch euer wertvolles Pferd zurückgebe. Venusträne. Hört sich recht nett an, meint ihr nicht? Ja, das muss ein ziemliches Juwel sein. Oder da gibt's eine Frau, die ziemlich nah am Wasser gebaut ist. Oder möchte nicht mehr ziemlich nah am Wasser gebaut sein und ist deswegen von diesem See hier weggezogen. Ups, falsches Knöpfelein. Toll, toll! Toll, ich darf hier nicht auf die Karte gucken. Muss ich auf die Weltkarte gehen, um auf die Karte zu gucken. Find's übrigens doof, dass man sich nicht direkt zu Dungeons teleportieren kann. Aber natürlich zu Städten. Was auch immer Städte so an sich haben. Also nach Norden war das. In Gen Norden. Jetzt müssen wir gerade was gucken. Kann ich mich hier in zu dieser Hütte teleportieren? Nee, Pickham. Morris House. Ist das der Halbitaliener gewesen? Ha. Also das heißt, wenn ich mich nochmal hier hinbegeben möchte, dann muss ich den ganzen Weg nochmal von vorne gehen. Oder den ganzen Weg nochmal gehen. Das ist ein bisschen kacka. Aber was soll's. Naja, schade. Ich hätte gehofft, dass man sich hier hin teleportieren hätte können. Oh, ein Mini-Dämon. Kennen wir den schon? Hauen wir den einfach mal bei die gute Hexe... Ich hab jetzt nicht so wahnsinnig viel Angst vor ihr und auch nicht so wahnsinnig viel Respekt vor ihr, weil sie sehr häufig ihre Zeit damit verschwendet, ihre Möpse ins Wackeln zu bringen. Ich habe gegen diesen Kleinen jetzt aber ziemlich rassistische Vorurteile bekommen durch diese eine fucking Aktion, die er jetzt gerade ausgekotzt hat. Yay! Was mich nämlich so ein kleines bisschen... gerade stört ist, dass ich die Magiepunkte von meinem Helden, also von Bert Matt, schon ganz gut strapaziert habe auf dem Weg hierher. Aber, mei. Zur Not werde ich mich zurück teleportieren an das, nach Pickham und dann nochmal pennen, wenn ich jetzt hier in dem nächsten Dungeon ordentlich was auf die Mütze kriegen sollte. Aber gucken wir erstmal, dass wir dorthin gelangen. Ich habe ja noch vielleicht bis dahin die Möglichkeit, noch ein bisschen Gold zu sammeln und das ein oder andere Ausrüstungsstück noch einzusammeln. Wer weiß das schon. Aber hier oben muss diese Höhle irgendwo gewesen sein. Ich vermute mal inmitten dieses ödigen, verfluchten
Landstriches hier, der sich vor meinen Augen eröffnet. Okay, die Hexen können den Zauber Saus auf die komplette Gruppe sprechen. Oder das ist ein Zauber, der ohnehin auf die komplette Gruppe geht. Und macht ganz guten Schaden, würde ich mal sagen. Oh, dem sind nur noch die Beine übrig geblieben. Ja, tut mir leid. Bevor wir uns jetzt hier großartig noch in der Gegend umgucken, gehen wir doch einfach mal durch die Pforte der Hölle. Na gut, jetzt ist ein bisschen übertrieben, Mai. Oh, eine. Oh, das muss die Venusträne sein. Oh, das muss sie sein. Heilung auf dich, Heilung auf dich. Und dann sieht's wieder einigermaßen aus. Yay. Zur Not, auf dem Weg hierhin kann ich vielleicht versuchen, jedem. There's the chest. The Venus tear is supposed to be locked away in that. Must be a real gem. This ain't the first time I've had a bash at this place. I ain't never managed to get as far as the chest, mind. But I ain't doing the off without it this time. We're gonna get that Venus tear. Um den Falten auszuweichen. Ist das eine Falle hier? Nein, natürlich nicht. Okay. Was haben wir hier für fiese Burschen? Eine ruhelose Rüstung, Phantomfechter und Seelen. Okay, du greifst eh alle an, Mr. Jengis, du greifst das da an. Frau, du greifst das da an. Und Angelo, du greifst... Moment, ich guck mal gerade, was kann der Schlummerpfeil? Der geht natürlich nicht auf alle. Ist ja nur so, dass die Feinde immer sämtliche Statuszauber auf die komplette Gruppe richten. Und nicht nur auf einen. Was ziemlich kacke ist. Ich gehe mal davon aus... Ja, bringt wahnsinnig wenig hier gerade... Oh, du Liebe. Das sind mal Schadenswerte von noch und nöcher. Oh ja, noch und nöcher. Aber ich habe, glaube ich... Oh, wenigstens einer geht in die Bind. Das ist doch schon mal schön. Jengis, du greifst den, Jessica. Ja, komm, Jessica greift den und du schießt irgendwie auf. Ja, die lassen sich nicht so sehr von irgendwelchen... Holy Shitties! Das ist mal Damage, der da mal rumkommt. Dann hätte ich vielleicht... Hui, der Phantomfechter kann aber... Der hat Hitpoints! Der hat Hitpoints! Okay, jetzt drücke ich einfach nur noch meinen Knopf. Und ich habe kein Wasser zum Löschen dabei. Also die halten mal wieder ordentlich aus, aber das haben die anderen ja auch. Huhuhu! Ich glaube, die Feinde hier können ordentlich reinhauen. Vielleicht Zeit wegzulaufen. Ja, aber das ist nicht so mein Ding. Kann hier irgendwie... Könnte auch der Hookshot drin sein da oben, ne? Aber ich glaube, die Truhen waren eher golden. Oder sowas. Ja, Rätsel lösen. Okay, gucken wir erstmal hier, was wir sonst noch haben. Also, wir haben Schaden gekriegt. Und... Moment. Nein, geh darauf, genau. Jengis braucht seine Magie nicht ganz so sehr. Ist auch nicht so ganz magisch wie die anderen, aber nur gut. Probieren wir es einfach mal. Können wir mal sehen. Also, hier ist... Hier töte alles mit Stichen und sowas. Keine Ahnung. Gehen wir doch mal eine Etage tiefer. Oh, die rohlosen Rüstungen. Bringen wir sie... Ah, Farrk. Ich hätte jetzt überlegt, vielleicht hätte es sich anbringen können, einen Schlummerpfeil auf den zweiten zu schießen, damit wir ihn so ein bisschen aus dem Kampf nehmen können. Aber zumindest haben wir auf diese Art und Weise jemand anderen aus dem Kampf genommen, ohne Magiepunkte zu verbraten. Weil der gute Angelo ist ja auch ein gar nicht so ganz schlechter Heiler. Niemand. Ich weiß nicht genau, ob diese Bodenplatten irgendwas tun, wenn man drauf tritt. Sieht aber nicht danach aus. Hier haben wir... Ja, der Weg wird vermutlich zurück... Ah ja, stimmt, ich habe noch keine Karte für dieses Etablissement hier. Dieser Weg wird wahrscheinlich zurückführen. Oh, ein Klunkerbeutel und eine Mumie. Greifst an. Greifst an. Nein, nicht keine Fähigkeiten, sondern Zauber, Zauber. Fauch. Bringt wahrscheinlich nicht viel, aber ja, was soll's. Und du musst die Fisch einfach mal versuchen, den hier einschläfern zu lassen. Und vielleicht bringt's ja irgendwas. Ja, 11 Schadenspunkte. Gibt es hier sowas wie elementare Ach du Scheiße. Elementare Schwächen bei Feinden? Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nicht viel gefunden dazu. Ah, der heiße Tanz, aber wir lassen uns davon zum Glück nicht anstecken. Das ist ja sehr gut. Na komm, hauen wir einfach mal soweit alles drauf hier. Also ich weiß nicht, ich habe damals auch eher versucht, so die Zauber anzuwenden, die höheren Magiepunkte Verbrauch haben.
Einfach weil ich zumindest nicht festgestellt habe, dass irgendwie elementare Schwächen da gewesen wären. Gut, war ein bisschen jetzt noch tiefer. Ich möchte bevor das hier irgendwie ausartet, möchte ich noch gucken, ob hier noch auf der Seite irgendwas ist. Holy moly, das ist ja mehr da, als ich gedacht habe. Okay, dann ist es doch nicht so einfach. Ich habe jetzt gerade schon meine Orientierung ein wenig verbrätselt, muss ich ganz ehrlich sein. Aber probieren wir es mal mit aus gar nichts. Ist das nur Fallenraum, wo man von oben runterfallen kann oder sowas? Das ist ja... Ist ja fast Verschwendung, so einen Raum hier hinzubauen. Ich mag sowas nicht. Da denke ich immer, da muss doch irgendwas sein. Also der Schlummerpfeil macht bis jetzt irgendwie Rotzi-Rotz. Also gar nichts. Nada, die Ente. Nicht mal irgendeine Meldung von wegen, oh ja, der Feind, der hat jetzt gerade mal es geschafft. Oh Gott, hier geht's auch noch. Oh. Eine zu einer schnuckligen Schatztruhe. Und zwei schöne Wände mit Farg. Das ist cool gemacht. Nein, ich wollte doch nur an diese Truhe ran. Okay, die Seelen können in die Luft fliegen. Sowas wie Bomber. Oh, cool. Ich habe die Karte gefunden. Das Schwerthelden-Labyrinth. Yay, dann gucken wir mal. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es gibt hier keine Geheimwände oder sowas. Bei Schwerthelden-Labyrinthen kann man sich nie sicher sein. Sollte irgendwann mal Lufia spielen. Also zumindest der hier in Deutschland rausgekommen ist. Bei dem anderen bin ich mir nicht so sicher. Oh Gott, nicht nochmal. So, keiner explodiert. Alles gut. Alles gut. Und voll gut, dass ich auch hier runtergefallen bin. Ich glaube, hier ist auch cooles Zeug drin. Ein Kuf... Yay, ein Kufladen. Also es gab mal Spiele, da hat man coole Ausrüstung gefunden in den Dungeons. Und es ist fast ein bisschen schade, dass in diesen Kämpfen mein Standardangriff bisher scheinbar mit das Beste ist, was ich einsetzen kann. Moment, hier waren wir schon mal. Da war der Sinnlosraum da hinten, oder? Nee. Moment. Verwirrt bin. Sehr verwirrt bin. Moment. Nee, da unten war der Sinnlosraum. Okay, stimmt. Von da ganz... Also nicht von ganz oben, sondern von der Mitte oben. Da kamen wir, glaube ich. Genau. Dann sind wir hier. Genau. Genau, genau. Genau, genau. Wohin genau? Moment. Da. Nicht hin. Genau. Gut, dass ich die verdammte Karte gefunden habe. Geh, dann gehen wir jetzt nochmal hier entlang. Das waren viele Feinde an der Gruppe und ich habe schon wieder vergessen, wo ich lang muss. Okay. Gruppe. Geradeaus. War ich da schon? Gerade das Gefühl noch nicht, dass ich in einem anderen Raum in die Falle geflogen bin. Moment. Hier wurden auf der Karte nur zwei Türen angezeigt. Okay, die mittlere Tür ist mir nicht so ganz geheuer jetzt gerade. Haha! Super Treasure Room! Gold ohne Ende! Eine Mini-Medaille! Hua, hua, hua! Ist das eine Mimik? Und ein Stück Rotschimmel! Ein Gegengiftkraut. Hoffen wir, dass es nicht vergiftet ist hier. Wir schließen auf und drin ist... Yay, eine Mini-Medaille. Hoffen wir mal, dass wir irgendwann mal unsere ganzen Medaillen in irgendwas Cooles ummünzen können. Mehr Magie-Samen, oh Gott. Ich muss wirklich meine Samen... Kann man das Inventar ordnen? Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, spätestens nach diesem Dungeon oder vor dem nächsten Boss, wenn man ihn sehen kann, werde ich meine ganzen Samen mal verstreuen. Also auf die Gruppe. So. Nein! Es gab ordentlich Erfahrungspünktchen. Okay, wir haben gemerkt, es gibt Fallen hier. Deswegen sollten wir uns... Genau, Argus-augenmäßig umschauen. Gibt es hier irgendwas, was hier nicht ganz stimmt? Okay, hoffen wir, dass wir es überleben. Greif an, du benutzt deinen Helmspalter, weil er nichts kostet. Und was nichts kostet, das ist auch was. Das ist nämlich cool. Okay. Ich hatte eben schon mal vom Feind einen schönen Crit reingekriegt. Es ist schön, dass die Feinde mit höherer Wahrscheinlichkeit Crits kriegen als ich. Scheißfeinde. Aber dafür gibt's ordentlich... Gibt's da irgendwas drin? Toll, toll, toll. So. Magie. Benutzen wir jetzt... Ne, Moment. Wir benutzen deine Magie natürlich. Weil die ist gut. Nicht wirklich. Aber wir brauchen die andere vielleicht noch. So. Okay. Wir sind wieder einigermaßen bei Fisch.
Irgendwas? Nee, ich hatte gerade irgendwas noch im Kopf, was ich noch machen wollte. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was es gewesen sein könnte. Und hier drin ein Katzenschild! Wow! Okay, den müssen wir... Wer hat den Katzenschild? Wer hat den Katzenschild? Du hast ihn nicht, dann wird er wohl im Inventar gelandet sein. Moment, kann man das Ding hier... Gegenstände ordnen? Das hätte ich nicht machen sollen? Nein. Ah, okay. Okay, alles gut. Inhalt ansehen. So, dann kann man genau sich den ja. Dann transferieren wir den zum Helden, weil der gerade den fiesen Crit gefressen. Da soll er auch. Okay. Passt gut. So, und du nimmst dir das Ding. Was? Nicht ausrüstbar! War Sauerei! Okay. Du kannst. Ah, das gute Fräulein kann den Katzenschild. Okay, weil wenn es ein Katzenschild ist, ist es für das Fräulein. Ist klar. Du kriegst wahrscheinlich auch noch ein Katzenkostüm oder sowas. Nehme ich mal an. Wir alle wollen doch ein Katzenkostüm sehen an ihr, um sie zu streicheln. Das ist bestimmt eine Fallentür. Wirklich nur ein Wandgemälde. Ein tolles Wandgemälde. Wahrscheinlich sogar dreidimensional. Wegen des Türgriffs und so. Ich brauche mehr Waffen, die gegen alle Feinde gleichzeitig funktionieren. Ansonsten, wenn das nicht wäre, würde ich hier verzweifeln. Aber sowas von... Ich hab schon wieder vergessen, wie ich lang... Nee, Moment. Da... Nach oben. Genau nach oben. So. Diese Tür hat mich da unten in dieses Loch reingestoßen. Jetzt wird zumindest laut Karte angezeigt, dass da was wäre. Habe ich zumindest im Urin. Da. Da ist zumindest... Aber ich lasse es mal bleiben. Ich gehe einfach durch diese Tür. Weiter nach oben. Und gucke mal, wo uns die... Oder weiter nach unten, weil sonst wäre es ja langweilig. Yay, ich habe Zauberwasser gefunden. Yay, vielleicht kann das sogar Magiepunkte heilen. Davon brauche ich übrigens ganz, ganz viel. Ist eine Schande, dass es hier so wenig davon gibt. Moment. Moment. Nee, das ist der Floor. Moment. Okay, wenn ich dahin gehe, dann komme ich in die Kacke. Aber hinter der Kacke ist irgendwas Cooles. Hoffe ich. Yay, Batman hat gerade schon wieder einen Crit abgekriegt. Dafür hat Jengus einen verursacht, den ich zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr gebraucht hätte. Yay, aber dafür hat er überlebt. Oh, ist das geil. Oh, ich liebe solche Türen, ja. Ja, gib mir das Gift. Gib mir das Gift. Oh, meine Füße verlangen danach. Sonst werde ich zu groß. So, gerade diese Fresskisten erledigt. Und sie sind übel. Manchmal zumindest. Was denn hier? Aha! Ein ganz fieses Rätsel! Komm, lass los. Ich weiß, du stehst auf das Ding, aber lass los. Lass los. Du kannst Jengus anfassen, wenn du magst. Der mag das auch. Wie sich die Feinde immer an denselben Leuten abarbeiten und massiven Schaden machen. Und weil ich immer so lahmarschig bin mit meinen Charakteren im Kampfe, bin ich natürlich immer, kriege ich immer noch die Schäden rein, wenn sie Leute dann auch sterben. Also wenn meine Gegner dann sterben am Ende der Runde, am Anfang der Runde. Ach du Scheiße, die werden mir sowas von den Leviten lesen. Also ich wünschte, es wäre mehr planbar, wann ein Feind angreift und wann nicht. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass diese ganze Kacke so tief hier noch geht. Das geht zu tief. Tief, tief, viel zu tief. Aber wenigstens gibt es hier zwei frische Apfelurnen. Mit einer Mini-Medaille und sonst gar nichts. Irgendwie mal geilere Waffen, geilere Rüstungen, das wäre es doch mal, ey. Moment, ich muss aus dieser Ecke, stimmt, es muss aus dieser Ecke hier raus und dann in den großen Raum hier rein. Also es gibt ordentlich Erfahrungspunkte und teilweise auch ordentlich Geld, je nachdem, gegen was man kämpft. Ein Schalter? Ah, ein wahnsinnig schweres Schalterrätsel hier gerade. Oh, ich hoffe, ich kriege es hin. Nein! Na, oh Gott! Okay, du kannst dich diagonal schieben. Stimmt, Kratos gab's noch nicht, als du es dich gab. Oder vielleicht doch, ich weiß es jetzt gerade nicht. Wann kam das erste God of War nochmal raus? Auf jeden Fall ist Kratos, das mochte ich an ihm, doch ein bisschen, wie sagt man, agiler gewesen, was das Schieben und Treten und so weiter von Kisten und anderen coolen Zeugs irgendwie betraf. So, wir haben das fiese Rätsel gelöst, was alle anderen vor Kopfzerbrechen setzt. Sie mögen tatsächlich den Batman nicht. Dabei ist er doch so ein lieber charismatischer Bursch. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wollen sie auch nur irgendwie Worte von ihm herauspressen? Repressen.
Wie komme ich denn von hier aus wieder nach oben? Das scheint mir ja hier wieder eine Sackgasse zu sein. Aber vielleicht muss man auch wieder ein schönes Rätsel lösen oder sowas. Wisst ihr, bei Sachen, die sehr stark von RNG, also vom Zufall abhängig sind, wie beispielsweise Crits oder wann man als Gegner nicht eher angreift, sondern wann man halt crittet oder wann man quasi so zufallsmäßig zuerst angreifen kann, also so eine Art... Gott. Also ich würde mal vermuten, dass sich diese... Sachen als sehr kopfschmerzerweisend machen. Nein, also die Feinde haben so einen Extra-Zug. Häufig. Toll, ich darf nicht mal in die Decke gucken, um zu sehen, wo ich hochgeschleudert werden darf. Danke, Spiel. Was steht denn hier? Seht hoch in den Himmel, um den Pfad zu sehen. Versuche ich doch mal. Einen Moment, da gab es irgendwie einen Knopf. Ha, welcher war das denn? War das... Nee, das war's nicht. Nein, das war's auch nicht. Nein. Verdammte Knopf, war das denn nochmal? Das ist jetzt aber Scheißdreck. Habe ich irgendwas hier nicht... So, es tut mir leid, es gibt normalerweise einen Knopf, wo ich in so eine Ego-Perspektive... Was heißt Ego-Perspektive? Ist das zum Kotzen? Jetzt plötzlich funktioniert! Warum funktioniert es jetzt und nicht gerade, als ich noch ein paar Schritte daneben stand? Ich habe mich schon gewundert. Okay, der... Moment. Okay, das ist der da. Der am Eingang steht. Ich hoffe, hier gibt es keine Zufallsencounter oder sowas. Ich hoffe, man kann noch eine Abkürzung zum Eingang oder sowas offenlegen. Wenn nicht, wird das doch lustig. Okay, lass ihn los. Lass ihn einfach los. So. Umarme diesen hier. Und dann legen wir das Ding darauf. Nehmen wir an, das wird ein paar Lebenspunkte gekostet haben. Also, worauf ich nochmal hinaus wollte, diese, ich sag mal, Angriff von hinten, also was man aus Final Fantasy aus Angriff von hinten oder sowas kennt, ne? Wo man zuerst reagieren darf oder dann... Da haben die Feinde einfach mehr von! Und auch Crits haben die Feinde einfach mehr! Und das ist ein bisschen doof! Sehr doof! Wie komme ich jetzt wieder zurück? So, abkürzungstechnisch am besten. Ja, das meine ich. Ah ja, gib mir... Ja, genau, das ist es. Genau das ist es. Ein perfektes Beispiel. Die Feinde haben dauernd irgendwelche Angriffe oder Runden, wo sie zuerst angreifen können. Ich konnte nichts tun. RNG per excellence. Ich konnte nichts tun dagegen. Absolut gar nichts. Sie war fast voll geheilt. Fliehen? Okay. Das meine ich. Es ist RNG-Hölle, dieses Spiel. Also, ich mag das Spiel wirklich sehr, aber ich verstehe nicht, dass das so exorbitant gelobt wird, weil solche Situationen können dauernd vorkommen, wo ich nichts tun kann und mir die Leute weggeschlachtet werden und man natürlich nur in der Stadt heilen kann. Hier, direkt vom Endboss. Da wie nichts mehr tun... Okay, wir machen Folgendes. Ich werde mich zurückbegeben zur Stadt... Per Hintertür, per Teleportation. Ich werde den ganzen Weg wieder hierhin zurücklaufen. Und hoffentlich bin ich dann einigermaßen frisch. Angelo ist auf dem Rückweg knackiger geworden. Wuhu! Yeah, yeah. Und toll, Saus. Ich finde es toll, dass die Zaubernamen so selbstbeschreibende Namen haben. Dass man direkt weiß, was drinsteckt. Bertmet hat noch mehr Kopftuchwurst. Stoff. Ich weiß auch nicht. Manchmal komme ich auf Worte nicht. Stoff. Einfach nur Stoff. Mein Gott nochmal. Oh, bin ich ein Trottel. Jessica ist jetzt auch endlich noch weiter auf dem Rückweg. Sodass wir den Boss hoffentlich ordentlich die Leviten lesen können. Oh, ich glaube, das können wir. Ja. Mehr Stäbe, please. Mal sehen, vielleicht... Reicht's ja für irgendeinen coolen Boing-Zauber, was auch immer Boing macht. Ich weiß, was an ihr Boing macht. Oh. Oh.
Das ist ein cooles Schild. Danke, cooles Schild. Bis zum nächsten Mal, cooles Schild. Farik, jetzt habe ich die Aufnahme schon beendet. Und natürlich erreicht Jengis noch eine Stufe. Ich glaub's nicht. Holy Schnikes. Okay, naja. Nee, Quark. Oh. Eben nicht denselben Fehler wiederholen. Alles auf Äxte. Erst alles auf Äxte. Oh. Und er wird jetzt der Scharfrichter. Weil er so scharf ist. So, jetzt aber wirklich. Ciao.